neues Video von mir, ganz ungewohnt mal an einem Sonntag. Und zwar ist von der Lauren Coco XO Sonntag der Videotag und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal angepasst. Und zwar gibt es heute von mir meine Schulmorgenroutine. Und ja, falls ihr euch wundert, ich habe sie nicht an einem Schultag gedreht, sondern am Wochenende. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe sie sozusagen nachgemacht, wie sie in der Schulzeit abläuft. Und Lauren Coco XO hat heute auch eine Morgenroutine online gestellt, aber am Wochenende. Das heißt, ihr habt heute eine Morgenroutine für die Schule anzugucken und auch noch eine fürs Wochenende, falls ihr Lust darauf habt. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr am Ende nochmal bei ihr vorbeischaut. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei meiner Morgenroutine. Nachdem der zweite Wecker geklingelt hat, bin ich dann etwas am Handy, gehe einfach durch Twitter, Instagram, manchmal auch Facebook und natürlich WhatsApp. Und wenn ich damit fertig bin, stehe ich dann auf. Damit mir morgens dann nicht kalt ist, ziehe ich dann meinen Bademantel von Primark an. Im Badezimmer bürste ich mir dann erstmal meine Haare durch, weil ich immer am Abend meine Haare wasche und die über die Nacht trocknen lasse und dadurch habe ich immer ein paar Knoten. Danach putze ich dann meine Zähne mit der DM Dentodent Intensive Clean Zahnpasta. Und falls ihr fragt, wieso ich das nicht nach dem Essen mache, ich esse morgens ja manchmal was, ist einfach der Grund, weil ich einfach auf den letzten Drücker immer was esse und ich danach gar keine Zeit mehr hätte, meine Zähne zu putzen. Dann geht's zum Schminken. Ich beginne mit einem Concealer und zwar dem Maybelline Better Skin Concealer. Den trage ich einfach unter meine Augen und auf meine Unreinheiten auf. Und das Ganze pudere ich dann mit dem Essence Stay All Day Puder ab. Ganz wichtig sind dann noch die Augenbrauen. Die ziehe ich mir dann einfach mit einem Catrice Augenbrauenstift nach. Nachdem ich meine Augenbrauen durchgebürstet habe, geht es weiter zum Gesicht. Da benutze ich einen Bourjois Bronzer, einfach um mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Dann biege ich meine Wimpern und tusche sie mit der Maybelline The Rocket Volume Express Mascara in wasserfest. Für ein bisschen Pflege trage ich dann den Baby Lips von Maybelline in der Farbe Pink Punch auf. Und das ist dann auch schon das fertige Make-up. Es ist einfach das, was sein muss, damit ich nicht allzu müde aussehe. Und ich finde, es ist perfekt für jeden Schultag. Dann stellt sich die schwierigste Frage am Morgen, was ziehe ich an? Am liebsten lege ich mir meine Sachen schon abends raus, damit es dann morgens nicht mehr so kompliziert und anstrengend ist. An dem Tag habe ich mich dann für ein schwarzes Spitzen-Peplum-Shirt von Choice entschieden. Und als nächstes darf natürlich Parfüm nicht fehlen, da habe ich das Juicy Couture Viva La Juicy aufgetragen. Dann der letzte Schritt in meinem Zimmer, ich packe mir mein Handy und meine Schultasche von Primark und dann geht's ab in die Küche. In der Küche suche ich mir dann was zu essen raus. An dem Tag habe ich mir einfach ein paar Erdbeeren mit in die Schule genommen. Natürlich noch Wasser und ja, oft esse ich noch was vor der Schule, an dem Tag jetzt nicht. Dann ziehe ich mir meine Schuhe an und nehme meine Tasche und dann geht's auch schon ab in die Schule.
Das war meine Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls sie euch gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne mal einen Daumen hoch oder vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen, was in eurer Morgenroutine nicht fehlen darf. Bei mir ist es auf jeden Fall das Schminken, weil bei mir ist es so Concealer, Puder und Augenbrauen muss wirklich sein. Und hier ist jetzt auch nochmal das Video von der lieben Laura verlinkt. Ich hoffe, ihr klickt da noch einmal drauf. Das ist ihre Schulmorgenroutine. Mein letztes Video ist auch nochmal in der Infobox verlinkt, falls ihr das verpasst habt. Ja, ich hoffe dann einfach, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!